Kamera an, Kamera läuft. Gott sei Dank hast es du gesagt. Das finde ich mal richtig gut, weil mir fallen immer die Intros schon immer ein, die ich noch nicht gebraucht habe. Ist echt schwer nach so vielen Videos. Tobi 2, die fünfte. Tobi 2, die fünfte. Da, 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 da. Guck mal, wer hier ist. Ja. Jetzt könnte ich anfangen, wie auch immer. Wer bist du denn? Ich muss nach oben. Wer bin ich? Achso, ich habe mir den Weg gestellt. Also, ich bin der Andi und ich bin hier auf dem Platz mit meiner lieben Tine und unserem tollen Knut. Die liebe Tine ist meine Frau. Der tolle Knut ist unser neues Wohnmobil. Und wir fühlen uns so richtig, darf man sagen, geil. Ja, ne? Ja, in dem Zusammenhang, wo jetzt zwei Männer am Platz rundgegangen werden, Knaus machen. Weil, ja, vielleicht. Ja, ja. Ja. Eigentlich ist es so ein Gesamtpaket. Das passt. Das passt. Ja, gut, und dann noch mit dem Camper, Tobi. Du bist genau der Richtige für meine Einleitung, weil ich habe wieder mal einen Blödelanfall gehabt. Dafür entschuldige ich mich nicht in einem der letzten Videos bei Regiomobile. Gehört dazu. Wer nicht lachen will, der soll den Kanal wechseln. Ich glaube, du bist da einer extra von der. Dafür Keller anmieten. Von der lockeren Sorte. Genau, die können da einen Stammtisch einrichten und dann. Wir haben uns hier kennengelernt. Ich fuhr gerade rein. Es ist ja Pfingsten. Das Video seht ihr quasi so fast zeitgleich. Ja. Fast. Ja, wir waren. Anderthalb Stunden eher waren wir da gewesen, haben aufgebaut. Markise, alles hing so. Und da kam ein Kastenwagen. Darf ich das sagen? Ja, ne? Ach, du darfst alles so. Okay. Ich mach's da gemütlich. Da kam ein Kastenwagen. Und meine Frau, da kommt der Tobi. Ich sag, was? Sag, da kommt der Camper Tobi. So, das Bild vorne als Fahrer und dann hinten Camper Tobi. Die Begrüßung war natürlich gleich Bombe, aus der Scheibe raus, als kennten wir uns. Ja, wir sind ja Camper, gell? Ja. Und irgendwie passt es, oder? Ja, das hätten wir gleich gemerkt, wenn es nicht gepasst hätte. Ja, ja, das stimmt. Davor abgesehen. Und jetzt haben wir zweimal 17 Minuten Graz und ich habe erfahren, dass ihr einen Kanal habt mit knapp 700 Abonnenten. Respekt, ja, weil das haben wir nicht schon, so einfach. haben wir schon, du Menschenskinder. Wir haben, also, warum haben wir eigentlich mit YouTube angefangen? Warum haben wir eigentlich mit dem Campen angefangen? Eigentlich wollten wir mit dem Campen anfangen, wenn wir in Rente sind. Nachdem wir aber beruflich so viel mitbekommen, was denn die Rentner daran hindert, später dieses Hobby auszuführen, ob das jetzt gesundheitlich ist oder sonst, wir haben wir gesagt, so, wenn ich jetzt wann dann, sind wir losmarschiert und haben uns dann einen schönen Weinsberg Pepper zugelegt. Mit dem haben wir auch ein tolles Video drüber gemacht. Stimmt, richtig erfolgreich. Mit dem waren wir sehr zufrieden gewesen und haben gesagt, so, die Plätze, wie sieht der Platz aus? Zack, YouTube. Wie sieht das Fahrzeug aus? Zack, YouTube. So. Jeder gibt irgendwie seinen Senf dazu und wir müssen aber schauen, dass uns der Senf schmeckt. Es gibt nicht das Wohnmobil, was hundertprozentig ist. Ja? Wenn ich Geld und Muse hätte, hätte ich gesagt, wir machen so ein Baukastenprinzip und der Kunde kommt und sagt, er möchte das Klo so und die Sitzgarnitur. Ist halt nicht so. Ja. Man kann ja mal ein bisschen spinnen. Nee, oh, jetzt war ich am Mikrofon. Und dann kam Kick und I mit meiner Frau zusammen, haben wir gesagt, ey, weißt du was, wir machen auch so einen YouTube-Kanal. Eine Nachbarin hat mal gesagt, du bist ein guter Ansager. Ich sage, ja, hervorragend, machen wir dann. So, und dann Equipment so ein bisschen zugelegt, mit kleinen Kameras und allem angefangen und stellen jetzt Plätze vor, wo wir sind, sagen nicht, dass das gut ist, dass das schlecht ist, sondern wie es ist. So, und jeder muss für sich selber entscheiden, passt oder passt nicht. Ja? Wir haben Erfahrungen mit dem Teilintegrierten, wir haben jetzt Erfahrungen mit dem Vollintegrierten. Wir sind sehr zufrieden, wir merken aber auch, dass die Wohnmobilisten mit Vollintegrierten immer etwas komisch angesehen werden. Da wird erst einmal gewartet. Du musst als erstes grüßen. Ja. Ach, die sind ja gar nicht so. Ja. Die sind gar nicht so schlimm. Nee. Und eine Schärfste ist natürlich so, wenn man sich so begegnet, so die Winkerei, macht mir gar nichts aus. Ich winke jedem, auch wenn er einen Kastenwagen hat. Ja, ja. Dito. Da habe ich keine Probleme damit. Aber da wird also manchmal so ein strikt wird das eingehalten. Aber das sind so Nebensachen, da kann man so im Hinterstübchen so drüber lachen und dann ist gut so. Aber wichtig ist der Spaß, die Erholung. Ja. Nicht jeder Platz ist, wie soll ich sagen, nicht jeder Platz ist geeignet, geeignet schon, aber nicht jeder Platz ist natürlich das, wo man sich so vorstellt, dass es so sein muss. Oftmals liegt es am Platz selber, oftmals liegt es auch an den Gästen.
Ja. Ist aber auch im Hotel, kann es dir genauso gehen? Kann dann auch recht geben, ja. Und ja, wenn ich es noch besser machen möchte, kaufe ich meinen eigenen Platz und stelle dann eigene Regeln auf. Wobei das nicht so romantisch ist, wie sich das einige vorstellen. Mein Traumjob war immer, ich will meinen Campingplatz. Nein, danke. Da bist du schon ganz schön angehängt. Ja, und vor allen Dingen, wenn andere in Urlaub fahren, musst du arbeiten. Ja. Ja, und ich denke mal, aus dem Alter sind wir draußen. Richtig. Und jetzt genießen wir unser Leben. Ja. Jetzt sind wir hier an einem Platz, den ich jetzt mal nicht beschreibe, sondern du mit ein paar Worten, weil wir gehen jetzt gleich rum, das passt. Was sagst du zu Knaus Camp in Frickenhausen? Wir sind positiv überrascht. Wir waren, also wie wir hier reinkamen, wir sind freundlich empfangen worden. Die Chefin hat natürlich durch die Veranstaltung, die sie jetzt hat, den Kopf voll gehabt. An alles konnte sie nicht denken. Aber trotz der Hektik und des Stresses war sie immer freundlich und ansprechbar. Ich habe dann meine Frau vorgeschickt, weil durch die Fahrerei war man doch etwas bisschen genervt gewesen, obwohl es ging eigentlich, aber so und hat alles funktioniert, alles geklappt. Ein bisschen gewöhnen muss man sich an die schmalen Wege, die zu dem Platz dann mit hinführen. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, weil das ist halt früher waren die Fahrzeuge nicht so groß und jetzt kommst du mit so einem riesen Kasten da an. Das ist ein gewachsener Platz, ja. Richtig. Ja. Ansonsten, der Boden ist gut, der Boden ist sauber. Was mir positiv im Moment aufgefallen ist, auch so sind die Hundehalter, die packen ihre Viecher rein und dann gehen die dahin, wo sie Gassi gehen können. Es wird nicht entleert auf den Plätzen. Ja. Hier spielen die Kinder im Gras und das ist bei manchen Campingplätzen doch etwas ins Hintertreffen geraten. Und ich würde meine Enkel da nicht im Gras spielen lassen, weil wir es halt schon gesehen haben. Also es ist nicht das Gelbe vom Ei. Das funktioniert hier ganz gut. Sanitäre Anlagen. Also es kann eine komplette Reihe, kann sich früh um 7 auf der Männertoilette treffen. Platz ist wir reden auch hier von insgesamt mit Dauercampern 270 Plätze. Ja, das muss man mal auch überlegen. Sehr gepflegte Dauercamper-Abteile ist ja manchmal auch so, dass du da denkst, wo bin ich hier gelandet? Aber hier passt man wirklich auf, dass es passt im Miteinander. Ja. Auch von der Optik her mal ein bisschen keine Bruchboden drinstehen. Das so. Geht, das geht. Duschen. Ja. Man kann hier duschen ohne Marken. Mhm. Ja. Und man merkt auch so, auch an den Nachbarduschen, die Camper sind schon etwas dressierter wie früher. Mhm. Die schalten auch ihre Dusche aus, seifen sich ab, zack, und dann ziehen die wieder draußen. Ja. Ja, also es wird von denen aus wird schon Strom gespart. Nicht alle, aber immer mehr. Muss man sagen. Ausreißer gibt es immer. Immer. Ja, also da sind wir. Wir reden ja jetzt auch von einem gewissen Niveau, das wir hier auch haben. Also ich bin ja mit Knaus sehr eng verbandelt und wie gesagt, ich schiebe mir hier nichts zu, stecke mir nichts ein. Ich war jetzt eingeladen für die Veranstaltung. Klar kostet das 1 Euro mehr, aber ich muss ehrlich sagen, man ist sehr bemüht, man ist offen, man geht, glaube ich, auf dem richtigen Weg in die Zukunft. Wenn es der Platz hergibt, dann sind wir auch gerne, gerne bereit, das Geld zu zahlen. Ja. Wir sehen auch immer die Relation, wenn wir uns ein Fahrzeug kaufen mit sechsstelligem Betrag und dann soll ich knapsen wegen 50 Cent oder 1 Euro. Es muss in der Relation muss das sein. Ja. Und ich muss keine 80 Euro für einen Stellplatz vorm Haus bezahlen und der Zug brettert hinten dran vorbei. Ja. Und da sage ich dann auch schon nein. Ja. Und das muss nicht sein. Aber im Großen und Ganzen, auch also von den Gästen her, von den Pflanzen, die Bepflanzung, die Bestuhlung hätte ich fast gesagt. Ja. Auch die Arena unten, die gucken wir uns dann gleich an. Da marschieren wir los. Ja. Genau. Und wir haben uns schon überlegt, da hinten steht so ein kleines Elektro-Tuk-Tuk, aber ich glaube, das werden die uns nicht geben. Ist das überhaupt Elektro? Das ist Elektro, den hörst du ja fast gar nicht, wenn er vorbeikommt. Es gibt auch Fässer, Schlaffässer hier. Wir haben schon Schlüssel, da machen wir und hier mal einen kurzen Blick rein, dass ihr sowas auch wieder mal seht. Genau, dann gehen wir mal ins Fassal. Ja, Mobilheime in Franken. Ja, Mobilheime haben wir auch, weil ich halt so viel auf Campingplätzen bin, sind auch da. Allerdings waren die gerade alle belegt und deswegen wollen wir da natürlich niemanden stören. Also, das könnt ihr aber auf der Homepage anschauen bei knauscamp.de oder in alten Videos von mir oder in jungen Videos, wie auch immer. Oder bei dir oder sonst wo. Man findet sich ja schon. Wenn die Kameras kommen, dann immer näher zusammen und dann marschieren wir los. Ich sehe die ganze Zeit links von dir hinter Kamera ein leckeres Eis. Da werden wir uns auch noch Eis gönnen, oder? Das wenn wir wieder zurückfinden. Also so sieht es aus. Halt das. So, da ist der Main. Da gibt es so ein Altwasser, sage ich immer dazu. Ja, das ist so ein Altarm, Altarm vom Main. So, für Sportboot, Schiffer, Fischer Sportboot, und so weiter. Sportboot hier, dann mit Subs kann man hier rumsausen. Auf dem Main sollte man natürlich ein bisschen Obacht geben mit Subs. Auch wegen der Strömung und wenn dann die Dampfer dann alles vorbeikommen,
kann ja schon mal passieren, dass man da so ein bisschen in Schwierigkeiten kommt. Aber ansonsten zum Baden gehen kann man hier unten in dem Eck. Genau, da ist diese Maininsel mit Spielplatz und Zeltwiese und es, also schön. Genau. Es ist auch alles beschildert, wo es gefährlich ist, wo man rein kann und so. Da sollte man drauf achten. Man kann eigentlich im Grunde genommen kann da gar nichts passieren. Ja. Ich habe auch gehört, also ich habe es jetzt noch nicht getestet, das WLAN soll gut sein. Ich meine, es ist immer schwer für einen Platzbetreiber, aber mittlerweile, du bist vielleicht auch im eigenen LTE unterwegs, wie auch immer. Das Signal hier ist gigantisch, auf jeden Fall. Das Signal ist gigantisch, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber wenn man jetzt das WLAN suchen geht, suchen tut. Also finden tut man es, wie gut es ist. Ich glaube, es passt soweit, dass man mal einen Tatort guckt oder so. Es gibt Schlechteres. Es gibt Schlechteres, richtig, aber es ist ganz eine wichtige Geschichte. Mittlerweile ist es ja so, jeder Zweite, der in der Rezeption anruft, früher hat man gesagt, wie viel Duschen habt ihr und wie sauber sind die? Und jetzt fragt man, habt ihr WLAN? Das ist die erste Frage. Und das ist im Urlaub natürlich ganz wichtig, wenn man dran bleibt. Und danach kommt die Entsorgung und der Müll. Übrigens, das ist auch sehr gut organisiert, Entsorgung und Müll. Es ist der Müll auch weit genug weg. Gasflaschentausch sehe ich da gerade. Das kennst du schon, da war ich noch gar nicht. Gehen wir mal los. Da marschieren wir mal los. Komm her. Wir haben es uns nämlich hier direkt vor der Rezeption an der Einfahrt gemütlich gemacht und das lassen wir einfach mal da, oder? Weil wir sind, wir haben schon elf Minuten drauf. Ich weiß, wir beide sind so Quasselstrippen. Wir können wenn ich jetzt hier dieses Video sehen, Moment, ich muss da mal drei hoch, Stunden dann hab ich jetzt wieder drin. Wir filmen uns gegenseitig. Mir ist auch wichtig, nicht, dass wir uns, also ich dich sympathisch finde, das muss ich gleich mal hier so sagen, gab Anhieb. Das gebe ich dir gerne zurück. Das ist echt schön. Gestern schon Spaß gemacht. Ja, einfach nur ein paar Minuten. Man merkt es immer. Zum Schluss. Hier ist die Einfahrt. Es gibt jetzt keine große Vorparkzone, außer für einzelne PKWs. Aber ihr könnt hier auch rein. Es gibt eine Kennzeichenerkennung. Und dann kennt ihr das Übliche. Es gibt natürlich die auf Campingplätzen übliche Mittagsruhe. Die gibt es. Die gibt es. Aber die Schranken sind, soweit ich weiß, sind die offen. Ja. Und man kann hier vorne dann im Gebäude, wo jetzt der Crafter da steht, kann man dann parken und dann, dann wartet man, bis man da ist. Wenn einer in der Zeit kommt. Genau. Aber ansonsten anrufen, abklären. Also muss ich echt sagen, der Empfang nicht nur bei uns, wo wir jetzt hier mit Kameras rumlaufen, ist ja nett. Also es wirklich hat einen guten Ruf, was das angeht. Und hier kommt die Hauptstraße lang, die man aber kaum hört, muss man wirklich sagen. Und es gibt auch eine leckere Gaststätte. Nein, es gibt Essen in einer Gaststätte, das sehr lecker ist. Hier ist relativ wenig, jetzt an der Feiertag sowieso wenig los. Ja. Vor der Einfahrt. Was man, also das ist natürlich auch mir passiert, obwohl die Navigation gesagt hat, in 20 Metern rechts, aber ich bin hier völlig vorbeigepfiffen. Da warst du zu schnell. Denn man ist es gewohnt, dass direkt für Camper ein Schild steht. Rechts rein, links rein. Aber ansonsten, gut die gelöst. Einfahrt ist groß genug, die Ausfahrt ist groß genug. Hier würde man auch mit einem etwas größeren Liner da durchmarschieren. Problemlos. Jetzt ist der Platz natürlich auch voll Pfingsten, ganz klar. Also deswegen auch schön ruhig, Mittagsruhe. Alle waren essen, alle sind glücklich. Ersten schönen warmen Tag ist übrigens der älteste Platz der Knaus Campingplätze, die 26 Stück insgesamt sind. Da bist du jetzt der Fachmann, ja. Ja, das habe ich gerade alles erfahren, weil ich gerade den Herrn Knaus Senior auch kennengelernt habe. Cool. Und gegenüber wurden die ersten Wohnwägen produziert hier in Ochsenfurt in 61. In 71 hat er dann diesen Platz eröffnet. Die Familie kommt von hier. Ja. Also ganz interessant. Ich bin so lange in der Branche, aber den Herrn Knaus habe ich heute als erstes mal kennengelernt. Das ist doch schön. Ja, dann kommst du rein. Links haben wir Sanitärgebäude. Und wird natürlich gleich mit einem Knaus-Hybrid hier empfangen. Es sind einige da, mit Knaus einige drauf. Da. Ganz interessant sind eigentlich auch da die Lieferwagen oder die Lieferanhänger. Mhm. Fenster reingezimmert. Ja, fehlen was dabei. Die nehmen hinten ihr Motorrad wahrscheinlich mit, wenn ich da die Markise mir da so angucke. Ja. Und dann kommt es raus und dann werden die Matratzen aufgepustet und dann kommen wir da drin auch schlafen. Sollen wir rechts abbiegen oder gehen wir erst links und dann rechts später, wenn wir zurück sind? Keiner Einblick. Wir werden natürlich jetzt wieder dezent sein und nicht in jeden Vorgarten reinfilmen, weil das die Leute dann Urlaub machen. Wir nehmen in Rücksicht auf Privatsphäre. Ja. Auch fürs Ohr. Wir hatten gerade einen Frosch, der uns ein Konzert gespielt hat. Ja, der hat uns dann gesehen und wirklich schön. Ich mag sowas, wenn das gewachsen ist und nicht alles verschandelt. Es muss nicht immer alles neu gemacht werden, es muss gepflegt das sein. Natur ist das. Ja, ja, ja. So, weil wir es vorhin hatten, da ist der Müll, oder? Ja, haben wir dann die Müllentsorgung. Wie überall wird natürlich vieles getrennt. Ich liebe diese Dinger, diese drei Räder, ich finde die kultig.
Ja, auch picobello sauber, wie ihr seht, hier haben wir nicht extra aufgeräumt für uns. Genau. Da gibt es nochmal dann die Gasflaschenversorgung. Übrigens, was mir einfällt, haben wir ganz vergessen, die Anreise hier ist extrem cool, weil du fährst wirklich von der Autobahn runter und bist da. Also da kann keiner, also man fährt hier vorbei. Ist barrierefrei, sagt man mal so. Das auch, ja. Die ist barrierefrei. Hier gibt es eine Grillmöglichkeit, eine Grillhütte, kann man sich dann auch noch mieten vielleicht. Du müsst ihr fragen, wir wissen jetzt auch nicht alles. Oh, hier und ist ein Stellplatz frei, beeilt euch. Ja, da geht wieder was. Ja, aber gut, es ist ja gerade so die Wechselzeit, jetzt Nachmittagsanreise, das wird sicher dann wieder voll werden. Aber hier haben wir schöne Stellplätze, die eher auf Transit sind oder mal 2-3 Tage. Und wir gehen jetzt dann gleich in den Campingplatz. Und dann sind die dann weg von denen, die etwas länger da sind, werden dann nicht gestört durch dieses Geklappe und Geklopfe und so. Praktisch. Hallo. Und, Honorar. Was für eine Währung sprechen wir da? Ich würde sagen, wir nehmen 50 Euro. Du hältst drauf. Du hältst drauf. Ich bin dezent. 5 Sekunden sind aber immer frei, oder? 1, 2, 3, 4, 5, winke, winke, tschüss. Stopp, schade. Dankeschön. Nee, wir sind dezent unterwegs, keine Sorge. Guck mal, auf dem Auto vorne, ist lustig. Ein Schweinchen. Ja, das ist so, Sau. Ihr seht ja überall die Fässer. Einmal gedreht. Und die werden gut gebucht. Gerade vorhin hatten wir ja ein paar Stunden Zeit, auch mal einzutauchen. Wie ist das, sage ich, als Campingplatzbetreiber? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist ein richtiger Boom seit Jahren. Also außer Corona, da durften wir ja nicht. Aber da hast du klein, kompakt zum guten Zins, den ich nicht weiß. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das die Nacht kostet. Aber guckt auf die Homepage und seht ihr das schon. Preise jetzt zu nennen, ist sowieso immer ein Risiko. Ja, verändert sich ja mal was. Aber das ist doch kuschelig. Honeymoon mal anders oder verliebt sein oder Radler oder was weiß ich, Motorradfahrer, die irgendwo eine Bleibe suchen. Picobello? Das riecht auch so schön. Ja, nach Holz. Ja. Ja. Ist das Zedernholz? Ich habe keine Ahnung. Nimmt man doch gern. Aber wie schön, hockst du hier im Schatten? So. Auch diebstahlsicher, hier kann man seine Wertsachen dann lassen. Ja. Number two. Und weil hier gerade das Weinglas ist. Leute, wenn ihr die Region nicht kennt, du kommst ja jetzt auch nicht unbedingt von hier. Also ja. Nicht ja, gerade von hier. Eigentlich komme ich aus Schweinfurt. Aber das restliche Leben habe ich in Volkach am Main. Da war ich aber noch so richtig berufstätig hier im ganzen Gebiet. Und wenn du hier arbeitest, dann nimmst du diese Schönheit und diese Gelassenheit. Und eigentlich, das nimmst du nicht so auf. Mhm. Ja? Erst wenn man hier in Urlaub herkommt. Seit circa 22 Jahren bin ich in Berlin. Bin auch glücklich verheiratet. Ja. Was man auch merkt, ich habe deine Frau kurz kennengelernt. Ja, danke schön, danke schön. Aber das sagst du ihr dann. Sag ihr dann. Ja. Gut, dann muss ich die wieder hochnehmen. Und dann machen wir also sehr gerne, wir haben noch ein befreundetes Winzerpaar in Pfarr am Main, die Familie Weingut Braun. Mhm. Die machen ganz tolle Weine. Das ist ein richtiger Familienbetrieb. Die haben richtig, ja, die hängen alles, die ganze Liebe und so, was sie haben, das können, das hängen die da mit rein. Und das schmeckst du auch. Ja. Ich trinke gerne Bier, aber ich trinke auch sehr gerne den Wein. Und gestern haben wir einen kennengelernt, allerdings nicht von denen, sondern im Randersacker, den blauen Silvaner. Kenne ich auch nicht. Also ich habe früher mal hier gern was. Ist sowas von, mal ganz kurz, blauer Silvaner, es gibt rote Trauben, so, die sind aber noch nicht ganz rot. Und die nehmen den Farbstoff aus der Schale mit raus. Der hat so einen kleinen rötlichen Stich. Und da wird der Silvaner draus gemacht und dann heißt er eben blauer Silvaner. Schmeckt, sage ich dir. Jetzt hier kann man richtig was lernen. Wir werden ja öfter rumlaufen. Du, ich weiß, wo es steht. Apropos blauer Silvaner, ich komme da jetzt in der Überleitung kurz auf der rechten Seite und warte hier zu blauen Dächern. Hier spielt nämlich eine nette Zeltgemeinde. Da ist nämlich Teil der Zeltwiese Bierpong. Das heißt also, die haben schon richtig Spaß und das ist richtig cool. Ja, ihr habt Spaß. Ja, das sagen uns hier alle, aber wir haben nichts. Ja, es gibt aber keiner was. Wir nehmen auch Bierkästen. Ihr könnt ja mal winken. Ah, winken haben sie gerade Zeit. Viel Spaß. Wahnsinn, oder? Die wollen immer unser Bestes. Ja, aber weil du das Regionale mit Wein angesprochen hast, Brauereien, schöne kleine Privatbrauereien, Bier, Spargel, hier ist echt so viel Leckeres auch in der Kulinarik drin. Kulinarisch ist Unterfranken, ja, ich sag mal so, fast unschlagbar. Ja. Ja, fast unschlagbar. Ich meine,
redet man nicht über die Figur. Ach komm. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Man sagt ja, das ist ein kleines Wohlstandsbäuchle. Ja, das. Aber der Wohlstand ist jetzt nicht hier, sondern das ist, nein, der das, geht ja von der Psyche aus. Ist, man muss, es könnten auch mal schlechte Zeiten kommen und da will man nicht gleich frieren. Richtig. Ja, und dann muss man da noch ein paar, ja, das ist ja energieeffizient. Wegen der Wärmepumpendiskussion, Dämmung und sonst was. Ich meine, man kann ja hier auch isolieren. Dann kommt man vom Habeck dann noch einen Orden kriegt. Du kannst im Winter die Heizung wieder einen Grad kühler stellen. Schluss, du hast angefangen damit. Ja, ich höre auch sofort wieder auf. So. Den habe ich heute gefilmt, also gestern eigentlich für euch gestern und für mich heute. Ja, du bist dann der Fachmann jetzt Eifelland. Der Name sagt mir was, ja. Aber jetzt mit den Fahrzeugen selber, weil ich mich auch mit den Kastenwagen jetzt nicht so beschäftigt habe, konnte ich jetzt nicht so die Welt anfangen. Eifelland ist eine Marke, die früher zu Knaus gehörte, bevor der Konzern oder die Marken verkauft wurden. Dann wurde Eifelland als Marke rausgenommen, stillgelegt. Ist ja ganz bekannt gewesen, wie Wilk und so weiter. Und jetzt führt man diese Marke fort und wird gebaut bei Nordwen. Nordwen ist ziemlich bekannt, eben im Norden oben, ja. Neumünster, für die filme ich auch viel. Und die haben jetzt sehr viel mit VW-Bussen, mit den klassischen zu tun gehabt und gehen jetzt ganz stark auf diesen Markt. Hat aber mit LMC weiter nichts zu tun? Nein, okay. Gar nichts. Ganz andere Nummer. Dann vergiss es. Dann habe ich die Frage nie gestellt. Kommt führt ja dazu, dass, es, dass wir jetzt hier ja auch von der Hümer-Gruppe reden. LMC ist wieder, ja, die Gruppen und so. Ja, anderes Thema. Ein Fauxpas am Tag kann man sich mal erlauben. Aber Video ist gelinkt an der Stelle und ihr dürft es liken. Ich habe es gelinkt und ihr dürft es liken. Also, gehen wir noch hinten weiter, oder? Ein wunderschönes Fahrzeug. Ja. Das ist schön gemacht. Die Füße drauf. Der Fan ist, aber von der Verarbeitung sieht es toll aus. Ja. Es sieht schon mal toll aus. Es sieht wohnlich aus. Preis-Leistung passt hier, muss man echt sagen. Also ich stehe auf Nordwind, ich weiß, kenne die Leute, die das machen. Und es ist mittlerweile eine sehr eingeführte Marke. Und wie gesagt, Eifelland, das Wissen kombinieren die jetzt. Was sagtest du, was wird zu Buche geschlagen? Also mit dem jungen Gebrauchten, da kannst du auch dir einen suchen. Ja? Mit so einem 3 Jahre alten, generalüberholten 50.000 Kilometer Auto, dann bist du ungefähr ab 70 in der Ausstattung. Und wenn du den jetzt neu bestellst, hast 6 Monate Lieferzeit, dann wirst du roundabout 95 bis 100 zahlen dafür. Das ist, sind da die Tarife sind normal geworden. Ja, es muss jeder dann selber wissen, ganz klar. Aber schönes Layout. Nein, also ich laufe dir mal durch die Kamera. Doch, ich mache gar nichts. Du. Die Leute kennen ja mich als so. Kochen, Spülen sehe ich schon. Wir werden da auch nicht überall reingehen. Nein, und ich folge dir. Also Kochen, Spülen kann man hier auch. Ja, dem Eifelland Nordwen. Mal das Logo, damit man das auch gleich sieht. Ist ein MAN drunter? Ja, gibt es natürlich auch mit Crafter. Wenn man da ein I hinten ran macht, dann heißt das Money. So. Ich filme jetzt links nicht überall rein, da sind überall Gäste drin. Ja. Aber Kochen, Spülen, schön gemacht. Also man kann hier mal von draußen schon mal das umreiben. Auf die Seite hier sind die Funktionsknöpfe. Da kann man kochen und auf der anderen Seite wird gespült, aber das wird gespült wird erstmal. Waschen, trocknen. Ja, und da haben wir das mit der, wie heißt die? V-Wash. V-Wash. Ich habe es mal gemerkt, ja. Die V-Wash. Wir kennen es auch nicht, aber da registrierst du dich online. Und dann machst du mit der V-Wash-App ja, da. So, alles modern. Ah, da oben ist das Logo, V-Wash-App. Mit ja. Der V-Wash-App kann man dann dieses Zeug speichern. Der Vorteil ist natürlich für den Betreiber, der muss nichts investieren, der stellt das hin, die kümmern sich, verdient zwar einen Euro weniger, aber er hat natürlich einen Dienstleister, der sich kümmert um sowas. Aber was für moderne Waschmaschinen, ja. Wir haben eigenes WLAN. So, Ich finde das auch irgendwie, ich bin romantisch hier. Das ist einfach dieser Italien-Flair, auch mit den Gebäuden ja, aus den 70er Jahren. Ja. So rüber. Das, hier. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist der Mailänder Turm da, aber ansonsten. Ja, da hinten haben wir so ein Wahrzeichen. Oh, da kommt schon mal einer. Ich habe eine Frage. Wir nehmen gerade auf, aber stört sie nicht. Ja, Fragen ja, wir nehmen okay. Mal. Super, das ist ja zum Thema. Ich schicke es nochmal voraus. Ich mach mal eben hier aus. Ich liebe sowas. Ich habe auf deinem Kanal. Tatsächlich keinen Bericht gesehen über Fahrradcamper. Nee, habe ich auch noch nie gemacht. Ihr habt nur. Ich bin ja. Sehr autolastig bei mir, wollen okay. Die Leute immer Grundrisse sehen. Ich schweife ja. Gerne mal ab vom Thema, aber das wird dann oft nicht so wahrgenommen oder gesehen. Aber ich habe noch nie was gemacht mit. Nehme ich mir schon also, lange hast vor. Hast du mal reingeschaut in diesen Fahrradcamper-Thema, wo Leute sich fürs Fahrrad ja. Einen Wohnwagen bauen? Ja. Also?
Ich habe mich sehr stark beschäftigt. Wohnwagentreffen in Kassel. Ja. Dieses Jahr, ne? Ich habe so ein Ding auch in der Garage stehen, noch nicht ganz fertig. Ja, es gibt immer mehr so Nischen, und die das dann aufnehmen, das Thema. War halt tatsächlich dann gestern Abend, hatte ich gesehen, hier dein T-Shirt von hinten, mal geguckt. Ja, wir haben ja, wir haben einen, der, ja, wir machen eine kleine Platzrunde, der ist, was das Thema angeht, vielleicht kennst du den auch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Bautzner Senfesser Nummer 1, ganz großer YouTube-Kanal. Ja, Rüdiger, auch ein, wirklich so, die sind auch nur mit Kamera unterwegs und YouTube. Aber einer wirklich, der ist also in der Schiene ganz groß, mir fällt da jetzt nicht ein, jetzt wo ich ihn brauchen könnte. Die Kanäle habe ich alle im Abo. Ja, ich denke mal, du kennst den sofort, wenn ich das sage. Wir schreiben es unten in die Beschreibung. Ja, wir schreiben es unten rein, weil der kommt jetzt nicht. Wir müssen durchziehen. Aber alles Gute. Aber hast recht, wenn ich mal so ein Ding sehe, filmen wir das. Wir machen beide. Wir filmen uns gern gegenseitig. Ja, das ist ja. Danke. Servus, tschüss. Also auch barrierefrei. Mir fällt der Name nicht ein. Den habe ich immer, weil ich den selber gerne gucke. René Krier. Er hat ihn immer gehört. René Krier. Musste mal googeln, ein crazy Typ. Gesehen haben wir den bestimmt schon, weil ich meine, wir sind ja auch viele mit Rädern unterwegs. Das, ich finde es immer noch schön. René Krier musste mal gucken, der ist crazy, der Typ. Der hat Tinys gebaut, Fahrradanhänger. Kleine Erinnerung, sind wir jetzt nicht schwarz und gelb und rot und oder Bayern gegen BVB, aber das Thema lassen wir heute, oder? Hier gibt es einen Kicker, wo ihr nichts bezahlen müsst. Ihr dürft nur die Kugeln. Stimmt. Bist du Fußballfan? Ich sag mal so, ich weiß, dass es Fußball gibt, aber dass ich jetzt durch die Gegend marschiere. Aber das gestern war schon irre. Es etwas, wenn ich das mal so sagen darf, ich fand es schade für Dortmund. Ich auch. Stehe dazu. Mit Bayern wird es langsam langweilig. Und das einzige Highlight, man mag es mir verzeihen, aber gut, dass jetzt da ein Teil der Führung gewechselt wird. Vielleicht wird es besser, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber dramatisch war es auf jeden Fall. Ja. Aber man kann nicht sagen, dass sie es verdient haben. Aber jetzt bin ich wieder still. Ja, keiner hat was verdient, dass er auf dem zweiten Platz landet. Aber man muss sagen, lieber ein guter Zweiter wie ein schlechter Erster. Ja, so richtig. Ja? Ja. Davon abgesehen. So. Nachdem gehen wir so runter und dann da noch hinter. Da haben wir ja gesagt, wir können ja da sehe ich nämlich ein Auto. Da sehe ich noch ein Auto. Hier ein Forster muss ich natürlich kurz erwähnen. Das ist der etwas längere als meiner. Derzeitig. Der 636er mit Einzelbetten. Der hat auch eine schöne WLAN-Antenne oben gehabt. Mit Saugnapf, die hat er oben festgemacht. Okay. Die Idee, die war eigentlich gar nicht mal so verkehrt gewesen. Ja. Aber hier die Einstrahlung, das ist alles, also läuft. Reicht. Komm, tauchen wir mal durch hier. Ich bin ja, du kennst ja meinen Stil. Ich tauche lieber mal ab, wenn ich merke, dass man Leute ja nicht unbedingt nerven muss. Wir wollen ja nicht jedem die Kamera, der es nicht möchte, ins Gesicht halten. Wir sind am Filmen und am Quatschen. Und waren wir 50, echt? Guck mal, was da steht. Ja, der ist schön. Der ist schick. Also Rapido habe ich schon einige vorgestellt. So, und jetzt haben wir aber schon angefaked. Irgendwie hat das Fahrzeug Charakter. Das ist nämlich seiner. Eurer. Nein, kein Eurer. Das ist ein Rapido, aber es ist Eurer. Ja, Rapido. Der Christoph kommt gerade hier wieder. Ja, hoffen, dass nichts Schlimmes ist. Aber wie lange hast du den? Den haben wir jetzt ungefähr 8 Wochen. Haben so knappe 3000 Kilometer bis jetzt da drauf gefahren. Wir waren an der Ostsee gewesen. Wir waren, MacPom sind wir ganz gut durchgekommen. Wir waren jetzt am Bodensee damit. Wir waren, sind jetzt hier, Knaus Camping Frickenhausen bei Ochsenfurt und sind in 14 Tagen auf Krik, auf der Insel Paschka, auf dem Platz. Da haben wir auch schon ein Video gemacht. Und da unten ist also, ich sag mal, ankommen und zu Hause sein. Das ist ja herrlich. Richtig toll. Also Erholung pur bei dem Ganzen. Ja? Wir können natürlich jetzt hier eine Stunde reden über dein Fahrzeug oder mehr. Aber ihr seid zufrieden, habe ich gehört. Wir sind sehr zufrieden. Schön. Wir sind sehr zufrieden. Und auch, wir haben das Fahrzeug über Sachsen Caravan gekauft. Was mich freut, du weißt, ich filme öfter mal bei denen. Ja. Und es hat alles, wirklich alles so gut funktioniert, dass wir schon wieder skeptisch wurden und sagen, Moment mal, irgendwo ist da ein Haken. Aber egal, was wir veranstaltet haben, gesucht haben oder sonst irgendwas, es gab keinen Haken. Ja. Ja.
Nee, ich finde die auch, also vom Preis-Leistungsgefühl, klar, das kostet auch richtig Geld, sowas. Das ist unser Camping. Ach, drei Scheibenwischer, jetzt weiß ich es wieder. Ich liebe doch immer Fahrzeuge mit drei Scheibenwischer. Das ist jetzt, sag das bitte deinen Kunden, das Fahrzeug hat drei Scheibenwischer. Zu geil, ich finde das lustig. Und diese Riesenscheibe da vorne drauf, die verträgt auch die drei Scheibenwischer. Ja, ja. Ist einfach, und dieses Mona von Alphys, sei gegrüßt. Alphys, die sagt immer das Aquarium. Irgendwo haben sie ja recht. Ja, aber die müssen ja mit ihrem Teilintegrierten auskommen. Da würde ich das auch sagen. Gell, Mona? Meine Liebe. Ja, vor allen Dingen. Kind ist ja noch gar nicht. Vor allen Dingen muss ich eins sagen. Also, wir haben auch einen Brief dazu bekommen, beziehungsweise den haben wir schnell ausgestellt bekommen. Das sind, ja, dieses Logo. Du weißt, was es bedeutet? Nee. Das sind die drei Generationen der Familie Rapido. Nein. Die den Rapido entworfen haben, genau. Oh, ich habe gedacht, ich weiß viel, aber das ist ja auch cool. Ja. Man lernt nie aus. Ich kann so klug scheißen, weil ich es auch gehört habe von einem eingefleischten Rapido-Händler oder von Rapido selber, die waren auf einer Messe gewesen und das hat er in einem YouTube-Video hat er das mal gebracht. Und sagt, oh, was sollen diese Haken da? Und so, ne, ich sag, das sind keine Haken. Das sind die drei Generationen, die das Fahrzeug, ja, oder die Firma gut nach außen hin vertreten. Ja. Ja, Mensch, unser Maskottchen, unser Knut. Ja, und deswegen, der hat ungefähr so die Schnauze wie das Womo. Und jetzt? Deswegen haben wir gesagt, jetzt heißt der Knut. Sind wir? Und er bleibt der Knut. Ich lerne hier, das ist ja absolute Fortbildung. Rapido bin ich jetzt aufgeklärt. Übrigens bei der Gelegenheit für euch eine Denksportaufgabe. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was eurer Meinung nach eurer bedeutet? Ich fahre ja für die Trigana Gruppe einige Marken spazieren. Für was steht der Name Eura? Tja, also weiß kaum einer. Ich kenne es. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Musste aber auch bei Eura ungefähr 50 Leute fragen, bis es einer gewusst hat. Also das ist überhaupt nicht publik. Ja. Wahnsinn eigentlich. Du arbeitest bei einer Firma, wo du nicht weißt, was der Firmenname bedeutet. Also knobelt mal. Eura. Das passiert manch einem, dass sie dann nicht wissen, was los ist. Aber ist egal. So, hier oben haben wir noch ein wunderschönes Logo. Ja. So, und angetrieben wird das ganze Fahrzeug mit Kernenergie. 80 PS, 2,2 Liter Fiat-Motor, 9-Gang-Getriebe, wobei der 9. Gang immer kommt, wenn ich ihn gerade nicht vermute, aber er ist da. Er ist da. Er schaltet gefunden. Fahrgefühl und vor allen Dingen, was uns sehr überrascht hat, ist auch die Laufruhe. Du hörst keinen Motor. Mhm, schön. Das ist für eine integrierte Auszeichnung. Ja, ja. Ja. Also die Pumpe, die Druckpumpe ist lauter, wenn die läuft, mit dem Motor selber. Ja. Nur halt als Vergleich. Ja, das kennen wir. Links von mir, ich traue mich ja gar nicht, das jetzt sozusagen, steht auch deine Frau, die du gerade schon oder die wir eigentlich gerade schon gegrüßt haben. Ja. Und ihr macht ja auch miteinander Videos, deswegen hallo! Hallo, hallo, hallo! Ich bin einer der Nachbarn. Ja. Wir haben uns aber schon kennengelernt, wir haben unsere Geschichte schon erzählt. Dann können wir uns ja so bei uns, ja, uns gegenseitig aufnehmen. Erinnerungsbilder für uns drei. Das ist meine liebe Tine. Ja. Ja, und hallo. Erstmal, wir campen, eigentlich unser ganzes Leben ist ja wie ein Kick und ein Ei. Denk mal, alleine würden wir das alles nicht so hinkriegen. Schön. Oder würden das nicht so machen, wie wir es jetzt machen. Und was dem einen einfällt, das kriegt der andere hin. Und also, da ergänzen wir uns. Vergisst der andere auch. Das vergisst der andere ja, auch. Ja, aber so ergänzt man sich ja. Das ist doch toll. Und dein Mann hat gerade vor 10 Minuten, wie wir vorne noch waren, gesagt, meine liebe Frau. Und da habe ich als Antwort gegeben, kannst du später im Video hören. Das nehme ich euch auch ab. Ich habe euch kurz kennengelernt, aber das ist schön, wenn man Menschen sieht, wo man einfach ohne, dass man reden muss, darüber merkt, dass bei den Menschen die Energie stimmt. Ja. Und das hat man nicht mehr allzu oft, oder? Nee, ist das so? Das ist leider so, ja. Selten. Ich möchte auch noch mal sagen, toll, der Zufall, dass wir uns hier getroffen haben, lieber Tobi, ja, cool. Finde ich richtig. Das krass. Ist schön, danke. Ja, geht mir super. Auch so. Der Andi hat es kurz erklärt, warum wir den Knut genannt haben. Wir haben ihn erstmal gesehen und haben gedacht, sieht irgendwie aus wie so eine Eisbärschnute. Ne? Ja. Im Dunkeln. Ja. Und da wir in Berlin ja den Eisbär Knut hatten, von 2006, der jetzt aber leider schon verstorben ist, haben wir gesagt, wir nennen ihn Knut und haben dann auch beim großen A so ein kleines Maskottchen gefunden und haben dann eben den ins Fenster gestellt. Und dadurch, dass die Ablage sehr gut gummiert ist,
bleibt er da sitzen. Hat er gesagt, der rutscht nicht, ja? Der rutscht überhaupt nicht, bleibt da sitzen. Da kann man auch mal eine Kurve etwas strenger anfahren. Also, der sitzt da wie angeklebt. Und der passt auf euch auf. Der passt auf uns auf, genau. Und ich sag mal, toi, 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 bisher, gut, man kann nicht viel sagen. Aber das, was wir sagen können, ist also eins mit der besten Entscheidungen, das Fahrzeug bei dem Händler. Wow, und hier ist nichts bezahlt, geschmiert, weder von Knaus für die Platzrunde noch von euch, sondern es ist eine echt schöne Aussage, die man nicht allzu oft über Händler hört. Und deswegen darf man das auch mal raus. Da stehen wir dazu. Und ich stehe dazu, dass ich jetzt leicht im Schatten stehe, weil ich kenne mein Handy, wenn das Sonne direkt kriegt und das Google hat ein bisschen... Im Moment sehe ich dich gar nicht, deswegen werden wir gleich weiter. Das hat ein bisschen Hitzeprobleme und schaltet dann nämlich auf einmal ab. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal mit dem Ding. Vielleicht unser schönen... Schön ab. Oh, jetzt bin ich dir voll reingelaufen. Die Nummer 39. Ja. Schön. Wasser, also auch Strom, Abwasser am Platz. Ein schöner Wagen. Wir machen natürlich jetzt keine Roomtour draus, weil sonst wird das Video. Wir haben nämlich schon 40 Minuten aufgehoben. Könnt ihr ja rein. Einmal reinhalten. Also, du kennst ihn ja, dann gehe ich mal hin. Halte. Sag mal, was nutzt ihr denn hier? Ist es ein Grill oder ein Heißluftgrill? Ist ein Heißluftgrill. Danke, ich habe nämlich auch sowas nicht. Ja, erstens mal das. Da grillen wir drin, da backen wir unsere Brötchen. Ja, ich auch. Also, toll. Toll, möchte ich nicht missen. Oh, schön. Guck mal, face to face, auch wieder genau mein Grundriss. Und hinten habt ihr Einzelbetten? Hinten haben wir Einzelbetten, genau. Im Westflügel. Im Westflügel, genau. Separate Dusche. Na, die können das, die machen das allein. Also das ist ein schönes Layout. Mhm. Das ist das Einzige, was wir dann eben noch gegönnt haben, das war oben die Klimaanlage. Mhm. Ja. Das haben wir kennengelernt beim Pepper damals. Mhm. Wir haben gesagt, nie mehr ohne. Nein, geht nicht. Und, wir fahren ja auch in den Süden. Eine Anhängerkupplung. So, und dann haben wir das Marke Eigenbau. Ja, ich habe es heute schon gesehen, wie wir da saßen, heute früh. So, die Teile hatten wir alle gehabt. Ich sage so, irgendwie muss doch da noch was rangehen. Und dann, und deswegen, wenn du mal eine Flasche Wein aufmachst oder so, schmeißt den Korken nicht weg. Das müssen wir jetzt näher anschauen. Ich habe es im... Warum? Weil hier oben drin... Ach, damit es drin bleibt. Die einfach fixiert. Hey, cool. Ja, kleines Knopfhoff. Also man kann ihn auch in die Tür klemmen, aber da haben wir nicht so eine gute Erfahrung mit gemacht. Mhm. Der Gummi leidet auch. Ja. Und dann haben wir für Kurzaufenthalte halt das genutzt. Ja, die Idee gehabt. Ein Fahrradträger wollt ihr sagen? Ihr habt Gott sei Dank nicht in die Rückwand gebohrt. An diesen schönen Hintern. Entschuldigung, wieder mal. An diesen schönen Hintern, das wäre ein Verbrechen. Ja, danke. Deswegen spreche ich es an. Du kennst meine Meinung. Das ist oft so schade. So, den hatten wir, den Thule, der ist auch breit genug. Also wir haben da diese 40 Zentimeter, diese umlösen 40 Zentimeter zum Rand. Jetzt halten wir alles ein, wegen den Rücklichtern. Mhm. Und da sind zwei E-Bikes drauf, der hat eine Tragkraft. Also die Anhängerkupplung hat eine Stützlast von 80 Kilo. Ja. Und mit den Rädern zusammen 30, 60, 70 Kilo, alles zusammen. Bingo. Ist da, also ohne weiteres funktioniert das alles. Cool. Eine einzige Kamera. Die reicht aber auch, denn du hast den rückwärtigen Verkehr hast du im Blick. Mhm. Du hast das, was du hinten drauf hast, im Blick, auch wenn jetzt mal eine Plane drüber ist oder so. Mhm. Was bei diesem, wenn du den Heckträger hast und da ist eine Plane drauf und die fängt da oben an sich aufzunehmen. Geht gar nicht, geht das kaputt. Dann hast du alles grau. Nee, dann siehst du auch dann da nichts. Ne? Aber guck mal, das ist doch so ein Hintern. Ne? Ja, der ist schön, das sollte man nicht reinbohren. Das ist nicht schön. Nee, das macht man nicht. Weißt du, wir haben jetzt eine Stunde für die Campingplatzrunde, die eigentliche Campingplatzrunde. Wir wollten schon wieder fertig sein. Ich glaube, wir müssen nachher nochmal so eine schnelle Runde machen, nur für den Platz. Weil sonst sagen die alle, ey Leute, du kannst ja auch nichts recht machen. Achso, und für das ist der 8066 DF66. Ja. Das siehst du dann oben an den zwei Sechsen, das ist das Doppelbett. Mhm. Die liegen beide gleich. Der eine guckt nach rechts, der andere nach links. Nee, Quatsch. Aber super erklärt. Was natürlich wir verstehen jetzt DF heißt. Ich wusste mal, aber keine Ahnung. Ruft euren Händler an. Oder googelt das Thema mal. Ist das jetzt nicht so. Willst du uns noch begleiten? Wir gehen nur einmal kurz zu meiner Insel, die wollten wir noch zeigen. Oder? Hast du Lust? Dann gehen wir doch miteinander. Gucke ich mir auch sehr gerne an. Komm, das machen wir. Genau. Hier ist auch schön, ich glaube, da wird jetzt nichts geklaut. Oder willst du nur einmal zuschmeißen? Ja, klar. Alarm scharf. Piep, 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 piep. Ihr habt es gehört. Alles fit. Hat er. Und zwar hat ja Titonic jetzt bis zum 31. Mai, ich mache jetzt Werbung, also unbezahlte Werbung, bis zum 31. Mai eine Aktion laufen gehabt, die Vipro 3 inklusive Einbau für 600
50 Euro roundabout, 6,49. Und da war ein Sensor für die Scheibe noch mit bei. Ja. Und war noch mit bei. Aber nicht jedes Fenster, nicht jede Klappe, weil das geht ja nicht. Nee, das haben wir dann dazu geordert, weil wenn die schon mal am Kleben sind, dann konnten die dann alles gleich mit dazu machen. Und diesbezüglich ist er dann abgesichert. Ja. Und die Versicherung hat das natürlich also fast mit Goldstaub belohnt. Wir haben also 5%, noch mehr. Ja, da kriegst du was. Klar. Also roundabout 200 Euro was günstiger. Das, das ist eine Menge Holz. Ja, das ist fast die Steuer. Übrigens zur Linken, das sehen wir jetzt, am besten wenn wir runtergehen, oder? Hier ist noch der Rest vom Schützenfest, das war aber kein Schützenfest, sondern ein Camperfest mit Gottesdienst heute früh, Pfingsten, ganz toll gemacht. Ja. Dann war gestern eine ganz tolle Kapelle da. Ja. Und dann war der liebe Florian Timm da. Florian Timm, genau. Und wir waren live Zeuge des neuen Knaus-Songs 2023 und den könnt ihr jetzt an der Stelle mal kurz reinhören und den gibt es zum Download mit dem QR-Code, den ihr unten seht. Und jetzt stellt euch das einfach mal vor. Nur ein paar Sekunden. Jetzt muss ich erst noch mal gucken. Weil die Sonne und die Hitze und die modernen Geräte. Wollen wir da, die Maininsel ist nämlich herrlich, da geht man da unten rüber. Da mal schön Genau. Und hier ist das Amphitheater, war auch schön besucht, das war wirklich ein schöner Abend. Ja, sehr schön. Da wird natürlich jetzt gebadet, geplanscht, gesuppt, das hast du schon angesprochen. Ach, wie cool. Darf ich da drauf filmen? Wir filmen gerade. Hi. Wir haben uns nämlich gestern kurz kennengelernt und uns unterhalten und da kommt er. Du bist also der Platzwart hier. Das ist doch mega. Darf ich mal näher hingehen? Ja? Schaut euch mal das an. Hallihallo. Du schaust ja so cool aus. Ich beneide dich. Da würde ich meinen Forster, der mir nicht gehört, gerade in Zahlung geben, du. Ist das süß? Cool. Vorne weiter. Ich habe gestern erfahren, da muss ich euch kurz interviewen. Hallihallo. Hallo. Wir machen gerade gegenseitig hier Platzrunde und filmen. Das ist jetzt kein neues Modell. Nein, das ist aus der 80er Jahre. Wahnsinn. Ja. Cool, dass das jemand pflegt und war immer in Familienbesitz, mehr oder weniger? Nein, nicht immer. Jetzt, er hat es von seinem Onkel, oder beziehungsweise von seinem Cousin, hat das dann quasi übernommen. Ein echtes Highlight. Ja. Das ist so süß. Ah, da möchte ich auch noch mal so klein sein. Oder so ein Junge sein. Ich bin ja immer noch klein. Aber viel Spaß. Ah, das warst du. Ja. Das hatten wir ja vorher schon, das Thema. Das hat ja genau gepasst. Das wie arrangiert das hier ins Bild fahrt. Damit. Weil ich gestern noch gesagt habe, den will ich sehen. Cool. Wir laufen weiter, weil wir haben jetzt 42 Minuten eine Platzrunde gemacht. Das ist wieder mal extrem lang. Aber... ich denke auch, wenn es interessiert, der schaut und wenn nicht, dann muss er ja nicht. Und der eine Herr mit dem Wohnmobil ist ja auch da. Ja. Schon getroffen? Mhm, na klar. Sehr schön. Ah, das haben wir schon. Ist das goldig. Ja. Funktioniert, das sieht aber wirklich nicht nach 30 aus. Der ist halt immer eingehüllt. Aber auch vom Lack wollte ich schon was sagen, vom Plastik her, gell? Ja. Und das ist auch noch der Hersteller, Pec Perrigo. Hey. Ah, weil die ist ja ganz bekannt. Auch die Aufkleber sind auch komplett original. Ist das cool? Sind noch die ersten. Der werdet ihr wahrscheinlich jetzt dann Angebote bekommen per E-Mail. Ich will den haben! Aber der ist unverkäuflich, liebe Leute. Sowas gibt man nicht her. Das ist so süß. Genau. Und ein Halteplatz auch noch. Es wird jetzt immer nach und nach wird's hergerichtet. Aber du steigst jetzt nicht ein, gell? Ehrlich, diese Details. Das ist ja die Zündspule, wieso, wie sich das gehört. Ja, natürlich. Schön. Aber es ist die amerikanische Version des Käfers von damals. Das merkt man an den breiten Reifen. Geil. Vielen Dank. Wir sehen uns. Viel Spaß. Tschüssi. Ups, Kamera muss wieder nach vorne. Zack, zack. Und schon sind wir wieder da. Das ist doch nett gewesen. Ja, gestern nur geplaudert hier. Ja. Also hier seht ihr das Amphitheater. Das ist eine tolle Akustik. Ich fand das toll. Und wir haben auch gestern Abend gemerkt, der wenn lacht, ja, dieser Anstrich. Ja. Es wärmt sich auf tagsüber. Und als wir abends dann kamen und gesessen haben, war richtig warm, angenehm. Ja, genau. Kommt aber jetzt Holz drauf, habe ich heute erfahren. Da kommt schönes Holz rundum drauf. Ja. Weil es einfach dann vielleicht nochmal angenehmer ist. Ja. Kann erstmal zu heiß werden. Ja. Herrlich. Das ist das erste Mal dieses Jahr, dass auch ich als Dauercamper echtes Urlaubsgefühl habe. Ja.
Weil das Wetter passt. Wetter und du kannst dann halt immer ganz normal auch ohne im Regenschirm zu haben. Mhm. Miteinander hier irgendwas machen. Ich glaube, den Weg da nach hinten, wo ganz viele Stellplätze sind, den sparen wir uns jetzt noch, weil das sind rechts und links Fahrzeuge, aber da gehen wir noch rüber, oder? Ja. Ich hatte noch nie so eine lange Campingplatzbegehung, herrlich. Sehr lustig. Gott sei Dank hören die Leute nicht nur mich, sondern Gott sei Dank seid ihr jetzt dabei oder du dann eben hauptsächlich. Aber weißt du, was wir ganz vergessen haben am Anfang? Ich blende es natürlich hinten ein, ich werde es unten einblenden. Nachdem ihr jetzt beide zusammen seid, wir haben euren Kanalnamen noch gar nicht verraten. Ja, Andi und Tine on Tour und als Hashtag die Steckdosencamper. Warum? Weil ohne Steckdose geht fast nichts, so bei den ganzen elektronischen Geräten, was du hast. Und wir haben kein Solar auf dem Dach, wir stehen auf den Campingplätzen, wo es Strom gibt. Da sind wir auch gut aufgehoben. Da haben wir alles sanitäre Anlagen, obwohl mit dem Fahrzeug der eigentlich autark auch sein kannst. Ich habe dich schon wieder nur bis zum Bauchnabel. Aber das kriegen wir noch hin. Aber Steckdosencamper sind ja Kollegen, das wissen ja meine Zuschauer auch, weil ich immer diese Presseautos habe, wir haben auch keine Autarkie. Mein Gott, da fahre ich halt an die Dose. Das alles geht, gut. Bei dem Equipment geht das aber auch nicht anders. Ja. Ja. Bitteschön. Dann gehen wir mal rüber. Oder geht ihr? Geh ich? Gut. Da, da, da. Ja, du kannst es wenigstens. Ich lasse es besser. Die Brücke. Das ist so ein Seitenarm vom Main. Ich sehe jetzt relativ wenig. Ich hätte jetzt gesagt, das ist mein Seitenarm, aber er hat sich auch so fangen. Das Rätsel mit eurer. Ich sage immer, ist das eurer? Nee, nee, das ist ein Rapido. Also als die Mikrofone noch nicht an waren, waren wir genauso lustig. Ja, wir haben auch geblödelt. Zeltwiese, schön. Ja, Zeltwiese 2, genau. Herrlich. Für die Kinder hier hinten, herrlich. Und da kann man, glaube ich, durchgucken, aber es müsste auch noch ein Beachvolleyballplatz kommen. Und ach, der direkte Blick auf den Main, aber da hast du es richtig, richtig schön hier. Ja. Cool. Die haben hier ja auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung in der, auf den Stücken auf dem Main. Und dann können die mit ihren Booten, da kommt einer. Ja. Ach, die haben da keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nee. Nur wenn es ein Kanal jetzt ist. Ah. Die einen, aber ansonsten können die hier blasen, was sie zeigen. Übrigens, weil du es gerade sagst mit den Sportbooten, es gibt auch 8, glaube ich, sind es Liegeplätze für Sportbootfahrer, die hier ins Fass gehen wollen, wenn die Kanalfahrten machen oder so. Also es gibt auch nicht nur Wohnmobilstellplätze, sondern eben auch für euch Hobby-Schifferlfahrer. Guck mal, die haben da extra für uns da unten eine Bank hingestellt. Da können wir ja perfekt abmoderieren. Abmoderieren, hört sich ja so cool an. Ja. Das ist doch genau euer Platz. Moderieren kommt von Vermodern. Das schneiden wir mal. Piep! Ich muss schneiden. So. 47 Minuten. Super. Ist das schön. Die Ruhe ist herrlich. Also am Stellplatz auch. Haben wir am Weinradweg öfter gesehen, diese tollen Bänke hier, ne? Zum Relaxen. Sehr schön. Ja, man kann doch Bank auch gemütlich machen. Ein bisschen ergonomisch, oder? Ja. Weil das, was wir da so kennen, ist ja oft Folter. Ja. Klar, man hat jetzt diese Fabrik gegenüber, aber irgendwie kann man sich das auch noch schön reden. Ist halt so. Wenn du überlegt hast, dass da früher eine ganze Menge an Arbeitskräften drin war. Und ja, dann kann man es nicht mehr schön reden. Ja. Ja, das hat alles zwei Seiten. Kann man jetzt im Main schwimmen? Man kann mit Sicherheit. Du, aber guck dir die Strömung an, also da musst du schon ein richtig guter Schwimmer sein. Oder du weißt, wo du mit der Strömung, wo du dann rauskommst. Sollte man, glaube ich, nicht unbedingt machen. Es gibt Stellen am Main, haben wir auch gestern gesehen oder vorgestern, da sind, wenn so flacher Einstieg, da gehen die auch schwimmen. Kurze Überleitung noch zum Schluss. Es gibt nebenan ein, ich habe es nicht gesehen, angeblich sehr schönes Bad. Ja. Freies Bad. Hast du gesehen, ja? Also bestimmt so, ich glaube so 15, 20 Meter. Lang kann man ein paar Bahnen schwimmen, ja. Und sich ein bisschen, so auch nicht da, so allein schon vorbeifahren. Die haben aber auch ein eigenes Schwimmbecken hier. Ja, da gibt es auch sogar ein Schwimmbecken. Ach so, neben der. Nee, es gibt nebenan wirklich das Freibad von
FV Frickenhausen, Klein Ochsenfurt. Bin mir jetzt immer nicht so ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall das Knauskind Frickenhausen. Aber es ist alles irgendwie auch eins. Gehört dann alles dazu. Aber wenn das jetzt der Bürgermeister hört von hier und da, dann schimpft er mich wahrscheinlich. Ach, naja, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Du hast da heute so viel Freude bereitet. Es ist Frankenland und es ist schön hier und das ist das Wichtigste. Und schaut euch das mal an, die neue Umgebung ist so toll. Das Land der Franken fahren, sagt euch. Kulinarisch. Ja. Sehr gefährlich für die nächste Konfektionsgröße, sage ich euch. Ja. Aber sehr schön. Also sollte man wirklich besucht haben, das Eck. Das war jetzt schön. 50 Minuten. 50 Minuten mit dem Camper-Tobi. Jahrelang habe ich ihn gesucht, jetzt habe ich ihn 50 Minuten mit. Wollen wir jetzt dann noch eine Viertelstunde den Campingplatz zeigen, dass der Knaus aussagt, ja, das schaut ja noch jemand an, oder wollen wir es einfach mal genau so rein? Oh, mir ist es. Ich sage mal, wir haben bis morgen noch gebucht, ich richte mich dann auf dir. Das ist halt die XL-Version. Das ist die XL-Version. Extended Mastercard. Genau. Oder wie heißt das? Nicht unplugged. Wie heißt das? Ja, egal. Ist wurscht. Ungeschnitten. Director's Cut. Director's Cut. Boah, die schreiben wir oben rein. Meine Herren. Das ist wohl cool. Und dann gibt es die beschnittene Version, oder? Wieso? Jetzt ist Schluss. Raus. Tobi, schmeiß die Kamera ins Wasser. So, jetzt mach's kommt gut. Er wieder hoch. War mir eine Freude. Ja, gleichfalls. Wir sehen uns gleich jetzt wieder, wenn die Kamera aus ist. Genau. Hey, da haben wir noch einen. Winke, winke. Ja, ist zu schnell. Hat schon auch was, gell? Ich sag dir ein Boot kaufen. Ich könnte nämlich jetzt eine Blende hinkriegen, indem ich jetzt so von magischer Schneidehand genau Hoppla. An der Stelle ausmache. Und ungefähr so müsste das gestern Abend um die Zeit gewesen sein. Und dann springt hier der Florian Tim vor die Kamera und sagt, bam, vielleicht kriege ich das hin, ich weiß. Doch, das, irgendwie kriegst du das, irgendwie läuft das. Aber so ähnlich weiß habe ich es noch im Kopf. Das war cool. Aber cool ist du auch, bastelst. Euch kennengelernt zu haben. Das gebe ich gerne zurück. Oder wir geben das gerne zurück, jetzt stellvertretend. Andi und Tina und Tour. So, na, guck mal doch mal. Ich habe doch mein Dreibein mitgenommen. Wir werden uns austauschen und in Kontakt bleiben und wieder treffen, weil ich so liebe Menschen kennengelernt habe in diesen letzten 8 Jahren. Und dann ich heute stellvertretend dafür, dass das genau das ist, was ausmacht an dem Job. Ich schließe mich den Ausführungen meines Vorredners an. Entschuldigung, aber ich bin nicht so emotional. Ach, hör doch auf, du, ich bin verheiratet, ich kann nicht anders. Abend und gut verheiratet, ja. Sehr ein glückliches Paar, schön. Ciao. Übrigens, schöne Grüße an Sascha, Markus, Fan von Wien, wir sind Camper. Wir sehen uns nächste Woche auf der Abenteuer Allrad. 2023 Tickets sicher, wenn ihr noch hinkommen wollt. Ist nicht weit weg von hier, Bad Kissingen steht vor der Tür. Und Bad Kissingen, hervorragend. Auch ein Tipp für dich, was plant ihr das mal ein? Und Caravan, so ein sehen wir uns mal. Ja, auf alle Fälle. Bingo. Auf alle Fälle. Macht's gut. Wer schaltet jetzt aus? Das haben wir uns jetzt nicht überlegt. So, könnte da mal jemand kommen von der Regie? Mr. Hallo, Gates. Regie. Mr. Gates von Windows. Hallo. Ist denn jemand können Sie bitte mal ausschalten?